Hi zusammen oder auch, falls jemand einen kleinen kardialen Handshake braucht. Moin! So, jetzt sind wir wach. Auch schon die erste Mate drin. Zum allvorträglichen Morgensport möchte ich aufrufen. Wer hat irgendwie Chef so am Laufen, egal ob testmäßig oder produktiv oder Hände hoch. Uno. Fuck. Okay. Chef. Ja, also DevOps, bla, Mindset, fu, wir müssen alle umdenken und ach du Scheiße, wir machen ja alles falsch und ja, ne, wenn ich vor meiner Infrastruktur stehe und mir wird erzählt, wie andere Firmen das alles total hipstermäßig cool machen und man hat dann einen Kumpel, der wird dort eingestellt und der kriegt dann kriegt man auch von dieserjenigen Kumpel der Person erzählt, was auch diese Firmen falsch machen. Also lasst euch von diesem Hype nicht allzu sehr, weil auch wenn man sein Zeug so total hipstermäßig in die Cloud packt oder auch so Sachen mit OpenStack können auch ziemlich extrem schief gehen. Aber es ist schon toll, was jetzt mittlerweile da so alles gibt. Aber bla, let's code. Chef, was ist Chef? Ich habe mir das mal angeguckt. Das ist toll, so ein bisschen. So, weil A, ich dachte, das ist ein Professionierer. Also sagen wir es mal so, dass die Toolchain, die sich da um Chef rum aufgebaut hat, die ist mittlerweile beträchtlich. Oder auch das, was sich um die anderen Provisionäre rum gebildet hat, was man mit Chef mitverwenden kann, wie so tolle Sachen wie Serverspec, aber dazu kommen wir nachher. TLDR, wer schon mal mit Puppet, Hände hoch, Puppet. Ui, ah, dann doch schon, ja. Was macht die anderen eigentlich? CF Engine, Hände hoch. Okay. Bash-Skripte. Ihr seid VI. Klasse. Ha? VI. Okay. Salt? Ja, okay. Ja, cool. Also von dieser Standard, von diesem Standard, von dem man ausgeht, wenn man sagt, okay, hier, ich provisioniere TLDR, ich habe einen Master, der gibt vor und ich habe Nodes, die holen sich vom Master die Informationen, was sie tun sollen. Ist ziemlich einfach verständlich, kennen wir schon seit Ewigkeiten. Ist nicht nur im Provisionierungsbereich so. So auch bei den Chef-Nodes, bei den Client-Nodes. Allerdings kann man das noch auf 8 andere Arten und Weisen lösen. Und da wird es dann richtig interessant, aber wir fangen mal klein an. Ich habe mir gedacht, es gibt andere Leute, die viel besser Vorträge halten können als mich über was ist DevOps. Es gibt andere Leute, die viel besser Vorträge drüber halten können als ich mit was ist Chef und wie tut das. Deswegen habe ich mir gedacht, TLDR, wir coden. Aber vorher nochmal ganz kurz, wie sieht so Chef aus? Ich habe da einfach mal was aufgemacht. Also Puppetisten, die werden sagen, ja, kenne ich. Ich habe da so Ressourcen. Und in meinem Code steht dann da drin, wie die auszusehen haben, meine Ressourcen, wie zum Beispiel hier, dass ich ein Directory angebe, dass das existieren muss oder wenn nicht existiert, wird erstellt. Das gibt die Action hier an. Aber das ist jetzt nur bei Beispielcode, den gucken wir uns gleich genauer an. Ja, also ich finde das auch deklarativ ziemlich easy zu verstehen. Also Owner, Group, Mode, also jeder, der da schon mal einen Linux-Rechner benutzt hat, sollte wissen, was das bedeutet. Ressourcen gibt es unheimlich viele und mit Community-Kochbüchern gibt es noch extrem viele mehr. Also
Ich kann hier mir ein Gem reinladen, ich kann mir was von einem Git-Repo holen, ich kann ein Git-Repo aufmachen, ich kann Gruppen angeben, ich unheimlich viel. Ja, also die Firma hinter Chef, die hat ein paar Sachen verpeilt, macht allerdings dafür auch ein paar Sachen besser als Puppet. Community haben sie nicht so drauf, leider. Dafür muss man sagen, das, was die da gerade hochfahren, ist extrem sexy. Also die haben zum Beispiel mit Chef Delivery haben die die Pipeline, das Tool, was sie hier für die Pipeline erschaffen, ist ziemlich mächtig. Aber ist sowieso noch nicht fertig. Alles, was ich hier jetzt dazu erzählen kann, ist eh spekulativ, weil man nicht weiß, wann es kommt. Es heißt irgendwie Ende dieses, nächstes Jahr. Egal. Wie gesagt, ich kann mit Chef das alles noch auf ganz viele andere Arten machen. Hier zum Beispiel hat jemand schon mal Terraform angeguckt von HashiCorp, die auch Vagrant, Terraform ist so ein Zieh-mir-Maschinen-Hoch-Ding. Und auch das gibt's hier mittlerweile mit Chef-Provisioning, nennt sich das dann. Und zwar, ich sag auf irgendeiner Node, die ich irgendwo im Netz habe, fahre mir auf diesen Master so und so viele Nodes mit diesen und diesen Attributen hoch. Also ich brauche 2 Reverse-Proxies und 4 Web-Nodes und 3 Datenbank-Nodes und das ist produktiv und dann mach mir das noch für QA und da möchte ich gerne meine Kochbücher testen und wenn das alles durchgelaufen ist, dann schiebt das in Staging und da fahre ich meine Akzeptanztests dagegen und dann machen DNS-Schwenk, wenn das passt. So, das kann, ist alles unheimlich toll, aber wir wollen ja, wie gesagt, coden. Ein paar Seiten müssen wir noch aufmachen. Wie gesagt, Chef gibt's auch als Preparation. Nee, nicht V-Chef. Dude. Gerade wegen diesen auf vielen Arten und Weisen, wie ich das tun kann, gibt es halt auch das Problem, für was brauche ich überhaupt den Master-Server und für was nicht? Für was kann ich irgendwie stateless was hochziehen? Wie kann ich irgendwie, lässt es meine Infrastruktur zu, dass ich ein gebundeltes Kochbuch gegen eine Node schmeiße und dann den Master nicht mehr brauche, weil ich zum Beispiel Consul verwende oder so. Consul ist von HashiCorp Auto-Discovery Tool, falls jemand nicht kennt. Gibt es erstmal als Hosted und als On-Premises, also zum selber hosten. Wo habe ich hier meine Pricings? Nein, nicht sein. Oh. Ach ja, hier. Kann ich entweder selber laufen lassen oder kann ich hosted laufen lassen? Natürlich ist die Firma wie jede andere Firma und möchte erstmal Geld. Ist auch ganz normal und verständlich. Hält sich allerdings sehr im Rahmen. Also wenn ich jetzt nicht gerade so wie du hier mit sehr, 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 sehr vielen Nodes zu tun habe, dann sollte sich $6 pro Node eigentlich, allerdings gibt es auch hier ein paar Pitfalls. Ich weiß nicht, wie das mit Hosted Chef weitergehen wird. Das weiß auch Chefs, glaube ich, selber nicht. Es gibt hier ein paar Sachen, die sind bei Hosted Chef nicht mit drin, wie zum Beispiel Chef Analytics. Das ist auch mächtig, aber wie gesagt, wir wollen ja coden. Das ist Hosted Chef in der Oberfläche. Die kann man auch auf seiner selber gehosteten Chef-Server-Instanz mit installieren. Das ist quasi ein Plugin für Chef-Server. Ist halt auch grundsätzlich die Frage mit jedem Paid-Service, den ich nehme, auch wenn ich das im Free-Service-Paket nehme. Wenn ich das selber hochfahre, dann gehört das alles mir. Dann kann ich mir wieder meinen Aluhut aufsetzen. Aber möchte ich das maintain? Nur weil der mir jetzt zum Beispiel, wenn dem so wäre und ich das nicht von Hand angeben könnte, wenn der mir so einen Postgres unterm Hintern reinschiebt, so weil der halt mit Postgres funktioniert, habe ich Leute, die sich mit Postgres auskennen, weil wenn Postgres in dem Server, in dem Chef-Server zusammenfällt und meine Infrastruktur drauf
passiert, dass das läuft, dann habe ich vielleicht ein Problem. Nein. Also wie gesagt, Oberfläche, man kann hier alles angucken und unter den Reports, wenn man dann mal was available hat, nicht so wie ich, weil ich ihn eigentlich nie gebraucht habe, dann sieht man hier auch schöne Graphen, TLDR, die können auch Web 2.0, also was steckt da drin? Und bevor wir jetzt hier weitermachen, coden wir so. So, ich habe hier ein Gem, ein Kochbuch erstellt. In dem Kochbuch, da ist erstmal nichts drin. Jetzt wollen wir wissen, wie wir das machen. Und zwar schreiben wir ein Recipe. Was soll dieses Recipe machen? Dieses Recipe soll uns irgendwie einen Nutzer erstellen. Ich möchte diesen Nutzer auf dem System dafür nutzen, um mich einzuloggen als dieser Nutzer. Dem gebe ich dann eine Authorized Key File über SSH, kann ich dann in den reinschwenken. Einer der vielen Anwendungsfälle. Und zwar wie starte ich damit? Das Schöne ist, für die Entwicklung von dem Ding brauche ich auch keinen Chefserver. Ich fahre hier mal, dafür brauche ich eine Shell. Genau, und dann gehe ich da. So, genau. Knife ist so das Totschlagziel, iTool, mit dem man so gut wie alles machen kann, was mit Chef zu tun hat. In einem normalen Chef Dingens. Also das Ding kann viel. Also auch über Plugins. Hier kann ich zum Beispiel sagen, erstelle mir hier mal DigitalOcean Droplet. So. Kann viel. Also hat auch ESX-Plugins für Private Cloud und so weiter. Das Licht ist hell und warm. Aber ja, wir wollen ja coden. Wie fangen wir an? Wir sagen, wir wollen eine Group. Diese Group kriegt einen Namen. Und dieser Name, den kann ich hier reinschreiben, ist aber doof, weil Leute nicht drauf stehen, wenn ich da Text so reinschreibe. Warum? Weil sie dann das Kochbuch, das ich hier mit erstelle, das dann jeder einfach so benutzen kann, müsste er dann anfassen. Und das ist doof. Weil dann müsste er mein Kochbuch editieren. Und das ist doof. Weil das doof ist. Wir haben für jede Node Attributes. Und diese Attributes, die können wir anlegen. Wer schon mal mit Provisionieren gearbeitet hat, der weiß auch, dass da meistens so ein Programm gibt. Das gibt mir von der Node so unheimlich viele Daten zurück. Das heißt bei Chef Ohai. Wenn ich in der Konsole eingebe, können wir gerade mal nicht Ohai, Ohai, kommt da ein riesig großes JSON-Objekt zurück. Also mit allem, was das Herz begehrt. So. Informationen über Gruppen, laufende Prozesse, meine Mounts, wo mein Ruby ist und so weiter. Ist ja egal. Diese Nodes, diese Attributes, die sind Node-spezifisch, kann ich aber auch manuell bearbeiten. Was möchte ich also machen? Ich möchte dem Nutzer die Möglichkeit geben, dass er den Namen unserer jetzt zu erstellenden Gruppe manuell setzen kann. Also erstelle ich mir eine Attributes-File. Bam. Und sag hier, mach mir, ich nenne das jetzt einfach mal User-Management. Setze ich mir hier eine Group-ID und Group-Name. So. Jetzt steht das da im Klartext. Allerdings, wenn das da steht, ist das kein Problem. Weil derjenige, der nachher mein Kochbuch anwendet, der kann einfach diese Attributes überschreiben. So, damit wir... liegt noch gut in der Zeit.
Jetzt, wo wir das gesetzt haben, gehen wir in unser Recipe und sagen, ich möchte hier darauf zugreifen. Genau, so. Alter. Das ist unglaublich. Ich treffe nichts. So. Ich nehme mir also die Daten von meiner Attributes-File. Wo ich hier auch eine Group-ID gesetzt habe. Und wenn ich das so schreibe, hat der Nutzer nachher die Möglichkeit, das alles von Hand zu setzen. Und alles ist grün. Damit wir ein bisschen schneller vorankommen, weil ich bin hier jetzt echt anscheinend unfähig, auch nur irgendwas sinnvoll zu schreiben, kopiere ich das mal von einer fertigen Version in meinem GitHub-Account so rein. Was übelst unbräuchlich ist, ungebräuchlich ist, Ruby versteht das, wenn ich Zahlen so schreibe, dass ich, ja, die Tausenderstelle mit Unterstrich ist eine Style-Frage, ob man das mag oder nicht, nur falls euch verwirrt. Ich kopiere das jetzt mal auch mein Recipe da rein. So, also was machen wir hier? Wir holen uns unsere Attribute, wie zum Beispiel den Namen. Wir erstellen eine Gruppe mit diesem Namen. Diese sollte erstellt werden, auch wenn sie nicht existiert. Wenn sie existiert, soll sie in Ruhe gelassen werden. Wir setzen erstmal die Members auf 0, weil das machen wir nachher in der Member, in der User-Ressource. Geben dem Ding eine Group-ID. So, wir erstellen uns einen Benutzer mit einem Home-Directory, geben im Comment, also ganz normales Zeug halt. User Shell kann ich setzen, muss ich nicht. Normalerweise müsste ich hier noch eine Abfrage reinmachen, aber ja. Ich erstelle ihm ein Directory, ich erstelle ihm eine Authorized Key File. Diese würde optimalerweise hier unter Files drin liegen, aber ich habe jetzt hier keinen SSH-Account, kein SSH-Key dafür erstellt. Das gucken wir uns gleich an. Okay, sehr schön. Und erstelle mir dazu nach der Authorized Key File durch SSH neu starten. So. Jetzt gibt es da ein Tooling außenrum. Das kann ich mir reinziehen, wenn ich möchte, weil was ist gescheite Software? Gescheite Software ist getestet. So. Davor erstmal die Frage, wie installiere ich Chef? Wer hier in der glücklichen Situation ist, ein Ubuntu auf dem Laptop laufen zu lassen oder ja, auf. So. Wer in der glücklichen Situation ist, eines dieser Betriebssysteme laufen zu lassen, der darf das tun. Da im Chef Development Kit, da stecken interessante Dinge drin. Eigentlich auf gut Deutsch so gut wie alles, was man braucht. Wer allerdings wie ich etwas anderes wie zum Beispiel Gentoo laufen hat, der macht das hier. So. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie kriegen wir das Zeug getestet?
weil ich habe euch jetzt gezeigt, wie man ein Recipe schreibt und ihr könnt damit erstmal nichts anfangen, wenn ihr euch Chef noch nicht angeguckt habt. Deswegen wechseln wir mal in ein funktionierendes System. Und da haben wir auch so die Standard-Ruby-Sachen drin, wie zum Beispiel Guard. Gibt es irgendjemand, dem Guard nichts sagt? Okay, Guard ist ein Ruby-Gem, das macht auf eurer CLI, ist dauerlaufend und watcht auf Changes und führt dann Dinge aus. So. Der Node-Hipster kennt sowas als, wie heißt schon lange nicht mehr gemacht. Grunt, genau, Grunt. Wir gucken in die Gem-File rein und sehen hier, wir brauchen Dinge für Development und wir brauchen Dinge für Testing. Das ist alles für Testing, aber damit brauchen wir uns jetzt auch nicht weiter. Auch die Guard-File, also wer schon mal Grunt oder Gulp gesehen hat, der kennt es auch. Ja, wir fangen mal an und gucken uns das an. Was kann das? Rubocop ist stinknormal, linde mir meine Syntax, weil ich habe ein Team von 20 Devs und wir haben uns auf einen Code-Style geeinigt und sag mir, wenn ich gegen den verstoße. FoodCritic ist ein Programm, das lauscht, während ich schreibe, auf Chef und sagt mir, ob ich semantische Fehler mache. Das heißt, es gibt so Common Pitfalls, die wurden in ein Ruleset zusammengefasst. Dieses Ruleset wird gegen alles geschmissen, was ich code, und da wird geguckt, ob ich gegen grundsätzliche Dinge, die das Chef-Team oder die Chef-Community für fahrlässig hält, verstößt. Und ja, RSpec ist einfach nur Unit-Testing gegen Chef. So, und wie sieht das aus? Wo habe ich jetzt mein... Ah, ja, wie sieht das aus? Ich habe hier mein Recipe. Wenn ich meine Maus... Ah, genau. Ich habe hier mein Recipe, meine Attributes-File und bin im falschen... Genau. So, genau. Ich habe auch hier meine Attributes-File. Die kann jeder Nutzer so setzen, wie er Lust drauf hat. Ich habe meinen SSH-Key. Ich habe mein Recipe, was wir uns angeschaut haben. Und jetzt starte ich mal die CLI dazu. Er hat mein Cookbook gelintet. Und er hat die Unit-Tests dazu gefahren. Wie sehen die Unit-Tests aus? Im Prinzip, man muss ja das aufdröseln so ein bisschen, wie man es auch mit jedem System machen muss. Was für eine Form von Tests habe ich? Ich habe Unit-Tests, ich habe Integration-Tests und ich habe vielleicht Akzeptanz-Tests. Davon gibt es noch ein paar andere Stufen, aber man muss auch ein bisschen überlegen, was macht im Unit-Testing, im Provisioning-Testing Sinn. Ich kann jetzt hier sagen, ich mache erstmal, wenn ich hier zum Beispiel große If-Schleifen habe, wenn ich große If-Blocks habe, wo ich zum Beispiel sage, installiere mir das Paket Git, aber das Paket Git heißt in unterschiedlichen Distributionen unterschiedlich. Also sage ich zum Beispiel, wenn ich in diesem Betriebssystem bin, möchte ich gern, dass dieser Paketname installiert wird. Wenn ich das zum Beispiel mache, dann muss ich zum Beispiel schon mal einen Unit-Test providen, der sagt oder sicherstellt, dass mir auch garantiert unter diesem Betriebssystem dieses Paket installiert wird. Dann lege ich mir ein Spec-Directory an und tu hier solche Dinge wie, ja, auch wer schon mal Ruby Spec verwendet hat, dem sollte das auch bekannt vorkommen. Wem nicht, dem sage ich, dass auch hier eine Prescriptive Syntax drin ist. Also ich beschreibe mein Kochbuch, da lasse ich einen Solo Runner drauf. Was ist ein Solo Runner? Chef gibt es einmal als Client Node Master. Dann gibt es noch Chefs Zero und Solo. Das sind quasi in RAM laufende Chef-Instanzen, die gegen die Node geworfen werden. So, mach mal diese Dinge.
die da drin stehen. Ich gehe davon aus, dass dieser Chef Run einen User erstellt mit diesem Namen. Das ist der pro Node, von dem der dann das Kochbuch anwendet, von Hand gesetzt werden kann, mit diesen Variablen. So, also im Prinzip kann man, kann man sagen, ich habe den Inhalt meines Kochbuchs da rein kopiert und gehe davon aus, dass das so ausgeführt wird. In diesem Kochbuch ist das auch noch einfach. Es gibt aber so tolle Kochbücher wie das PHP-Kochbuch von Opscode, also den Leuten, die auch unter anderem bei Chef arbeiten, die unterstützen sehr viele Plattformen. So, und dann wird es erst richtig interessant, wenn ich zum Beispiel den Leuten die Möglichkeit gebe, PHP noch von Hand zu installieren. Und wenn ich PHP von Hand installiere, da wird es dann richtig interessant, weil wie sage ich zum Beispiel diesem von Hand installierten PHP, wenn ich zum Beispiel so tolle Software wie Sless verwende, wo es kein Paket dafür gibt. Ja, sprach der Gentoo-Nutzer, ich weiß. Dann wird es interessant mit, wie sage ich dem, welche Features ich gehe. Ja gut, es ist ein Community-Kochbuch, es ist riesig, es kann viel. Gehen wir mal davon aus, dass sie wissen, was sie tun. Wenn nicht, kann ich meine Tests dagegen fahren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe Amazon Linux auf allen meinen Kisten, dann kann ich davon Testinstanzen hochfahren, dieses Kochbuch anwenden und sagen, funktioniert das? Das wird in Unit Testing so abgedeckt, dass man erstmal sagt, simuliere den Run dieser Node, schmeißt das Kochbuch dagegen, wird da PHP installiert. Dann guckt er erstmal nach dem Install-Befehl, wird er ausgeführt, passt. Das ist Unit Testing. Unit Testing ist aber nur halb interessant. Wo es dann interessant wird, ist Integration Testing. Also sowas hier, fahr mir eine richtige Instanz hoch. Auch das gibt es schon in fertig. Das Ding nennt sich Server Spec. Wer in Puppet schon mal was gemacht hat oder in anderen Provisionierern, wird sich gefragt haben, wie kann ich sinnvoll Integration testen, so mit Public oder Private Cloud. Kitchen, also Test Kitchen, ist da eines dieser Tools, was Server Spec verwendet. Server Spec selber ist wiederum in zwei Teile gesplittet. Das eine ist das Backend, das andere das Frontend, damit ich es auch zum Beispiel in Python-basierten Dingen wie heißt das? Ansible verwenden kann, danke. Was mache ich hier? Ich verwende eine YAML-Datei, da schreibe ich rein, dass ich zum Beispiel ein DigitalOcean Droplet dazu hernehme, dieses Kochbuch zu testen. Der interessante Part steht da hier logischerweise nicht drin, dass ihr morgen auf meine Kosten ein Botnetz hochfahrt. Das steht in meiner Shell-Environment-Variablen. Irgendwie Standardzeug so. Wenn ich das Droplet hochfahre, dann werden da erstmal die DigitalOcean Credentials verwendet. Das heißt, der SSH-Key, den ich speziell für DigitalOcean generiert habe. Wenn jemand das unter home/.ssh/id_rsa diesen Key für DigitalOcean verwendet, kann er sich diese Zeile sparen hier. Das ist eigentlich auch gut dokumentiert. Man sagt dann einfach am Schluss nur noch, ich habe diese und jene Snoots. Diese Suits, die sagen zum Beispiel dann, ich habe diese drei Kochbücher, diese möchte ich testen auf diesem und jenem Betriebssystem und teste mir dieses Kochbuch mit, installiere PHP von Hand, installiere PHP als Paket und so weiter. Diese Suits wird alle Tests, die ich dafür schreibe, wie zum Beispiel der eigentliche Integration-Test in ServerSpec. Das kann ich auch noch zum Beispiel in Bash schreiben. Das heißt dann Ants. Ist brutal nützlich. Mache ich im Prinzip auch wieder das Gleiche. Im Prinzip, wo ich vorhin in meinem Unit-Test gesagt habe, gehe davon aus, dass das so ausgeführt wird. Das heißt, wenn ich ein Betriebssystem-Abfrage drin habe, dann gehe davon aus, dass das so läuft. Hier gucke ich, ob es wirklich läuft.
Aber was dann interessant wird, ist das eigentliche Akzeptanztesting. Und da fahren wir mit ein paar Anforderungen fahren wir richtig gegen die Wand. Wir machen dann im Prinzip das da. Und das ist die andere Art, wie Chef zum Beispiel verwendet wird, abgesehen von dieser Master Client Node Vorgehensweise. Ich schmeiß hier eine Node drauf mit den Einstellungen, die ich angegeben habe. Es wird der DigitalOcean Treiber geladen. So, also jetzt muss ich auf diesem neu erstellten DigitalOcean Droplet erstmal Chef installieren. Macht ja Sinn, ne? Das passiert über Omnibus. Omnibus ist wieder einer der klaren Beweise, was zurzeit falsch läuft in unserer Gesellschaft, Curl to Bash. Aber wenigstens über HTTPS. Ist sogar ein Shell-Skript fallen. Ja, egal. Es wird installiert. Ich habe die Version nicht gepinnt. Das heißt, kann ignoriert werden. Ich kann auch sagen, dass ich zum Beispiel eine etwas ältere Version von Chef laufen habe. Es wird entpackt. Es wird installiert. Und dann wird mein Kochbuch da reingeladen. Also auf die Node, wo getestet wird, hochgeladen. Und es werden meine Tests ausgeführt. Und am Schluss kriege ich dann hier angezeigt, ob mein Kochbuch installiert wurde oder durchlief. Wenn mein Kochbuch durchlief, dann ist der dabei, das testausführende Programm zu installieren. Das nennt sich Server Spec. Das ist das, womit nachher mit entweder Ruby oder dieser RSpec-basierten Syntax oder mit Bash diese Tests gegen meine Node fahren kann. Lädt die ganzen Gems dafür hoch, die ich dafür brauche und fängt dann nachher an, also man sieht auch hier, wenn man die Dependencies ignoriert, dass dass hier wirklich RSpec ausgeführt wird, das heißt auch ServerSpec ist nur ein RSpec-Plugin, dass meine Tests ausgeführt wurden und ich kriege hier auch angezeigt, wenn ich irgendwas falsch mache. Das ist aber noch nicht der interessante Part. Der interessante Part ist der Akzeptanztest und deswegen habe ich auch genau dieses Kochbuch verwendet, um das aufzuzeigen, dass man da richtig gegen die Wand fahren kann. Wer zum Beispiel mal mit Aluhüten sprach, der kriegt dann solche Sachen gesagt oder mit Infosec-Leuten, der kriegt dann zum Beispiel gesagt, mach mal so folgende Dinge wie, lass das Einloggen per SSH als Root-User nicht zu oder setz den SSH-Daemon-Port sehr hoch, um den meisten Port-Scans zu entgehen oder mach mal solche Dinge wie, Ciphers manuell setzen und so weiter, aber das reicht schon, damit unser Akzeptanztest so schon mal nicht funktionieren wird, weil was passiert hier? Ich habe entweder eine persistente oder eine neue Verbindung auf die Node jedes Mal, wenn ich etwas tue. Von ganz oben, wo ich das Ding instanziere und sobald ich mich drauf verbinde, werden diese Credentials meiner Kitchen DigitalOcean Driver Plugin verwendet, um mich zur Node zu verbinden. Das sind meine Standard Credentials. Was macht mein Kochbuch? Es setzt andere. Wenn ich jetzt dieses Kochbuch ausführe, dann werden die Tests nicht laufen, weil die Verbindung kann nicht aufgebaut werden. Henne-Ei-Problem. Ihr versteht? Ja. Also wie gesagt, da gibt es noch ein paar interessante Probleme bei. Was ich aber machen kann, ist, ich kann um das Problem rumarbeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich
eine Node mit meinen vorkonfigurierten Settings selber instanzieren soll und sich bei mir zurückzumelden hat, wenn es geklappt hat. Das kann ich machen, wenn ich meinen CI-Server auf einer IP laufen habe, die fest ist. Wenn ich jetzt allerdings in einem Office sitze, mit so einer Kabel-BW-Leitung, 4-in-6, verspürt ihr schon die ersten Schmerzen? Can you relate? So, ja, 6, ja. Ja, also auf jeden Fall, wenn ich keine feste IP habe, wird das nichts. Es gibt so ein paar Sachen, die kann man nicht so richtig testen. Aber das Schöne ist, dieses Kochbuch ist nur eines der vielen Kochbücher, die ich verwenden kann, um nachher solche Dinge zu bauen wie, das ist jetzt so ein sogenanntes Kochbuch, was hier ausgeführt wird. Jetzt gibt es noch Rapper Cookbooks, weil ich habe hier nur Kochbücher, die einzelne Dinge tun. Das bringt mich aber nicht weiter. Ich will ja wissen, wie ich aus diesen ganzen einzelnen Schrauben und Bolzen dann was Großes bauen kann. Also muss ich ja irgendwo definieren, wenn ich zum Beispiel sage, meine Webnode besteht aus diesen und jenen Komponenten, muss ich ja irgendwie wissen, wie mache ich da draus was als großes Ganzes. Halt, nein. Was? WTF. Wie fahre ich damit meine meine Instanzen hoch? Wie mache ich aus der Instanz, die ich hier hochfahren möchte, wie mache ich aus den einzelnen Kochbüchern zum Beispiel einen Reverse Proxy? Ein Reverse Proxy, der meine Applikation ausliefert. Wie mache ich das? Das könnte zum Beispiel so laufen, dass ich dass ich dann ein Rapper-Cookbook schreibe, was wiederum andere Kochbücher inkludiert und Sachen überschreibt. Ich kann zum Beispiel so Sachen machen wie, ich habe dieses und jenes Cookbook, wie zum Beispiel das große PHP-Cookbook, was von den Opscode-Leuten geschrieben ist, aber zum Beispiel mein spezielles Betriebssystem nicht implementiert. Da kann ich dann solche Dinge tun, wie ich überschreibe dieses Zeug in einem anderen Kochbuch, überschreibe die Daten, die von denen gegeben werden und teste das ordentlich durch. Wenn ich dann weiß, dass es grundsätzlich funktioniert, dann kann ich denen die ersten Pull-Requests zuschießen. So, jetzt gehen wir davon aus, dass für alle einzelnen Dinge, wie zum Beispiel User Management oder dass der Apache ordentlich installiert wird oder dass unsere Applikation per Capistrano richtig auf die Nodes fliegt und dass ein Reverse Proxy davor steht und so weiter. Aber ich kümmere mich jetzt nur um meine Webnode und will jetzt zum Beispiel sagen, ich habe alle einzelnen Kochbücher da. Ich möchte jetzt da draus was machen. So. Ich habe dafür ein Chefrepo, das ich mir von Git holen kann. Ach, wo haben wir es? Workstation, get package, chefdk, okay, sollte laufen, bla bla, ja. Es gibt hier Es gibt hier dieses Chefrepo. Da sind dann folgende Inhalte drin. Ich habe ein .chef Directory.
Und vorher muss ich mir halt die grundlegenden Fragen stellen, wie soll das laufen? Brauche ich überhaupt einen Chefserver? Oder gehe ich davon aus, wenn ich zum Beispiel nur Server provisioniere für langhaltige Langzeitdatenhaltung, die nur sehr selten durchlaufen. Ich habe ein vordefiniertes Set und meine Infrastruktur erlaubt es mir zum Beispiel ein vordefiniertes Set an Aufgaben, die es zu erledigt hat, bis die Node production ready wäre, habe ich ein vordefiniertes Aufgabenset und das müsste nur äußerst selten laufen und es ändert sich nur äußerst selten was dran. Habe ich überhaupt in diesem Netzwerk, in diesem abgeschichteten Netzwerk, habe ich da überhaupt eine Möglichkeit, einen Chefserver laufen zu lassen? Wenn ich zum Beispiel zwei NAS miteinander verbinde, um ein Backup zu machen, habe ich da keine Möglichkeit, wenn auf beiden Chef nicht laufen würde. QNAP oder so. Dann kann ich zum Beispiel sagen, schieß mich aus dem RAM. Ich bin zum Beispiel mit beiden NAS mit einer anderen Node verbunden, die zum Beispiel sagen kann, oder an einem Switch, ich kann irgendwie an das USB-Ding, wo aus einem Switch rauskommt, kann ich einen Raspi ranschließen, den Raspi kann ich an mein Netzwerk hängen und mein Netzwerk sagt dann über Chef Solo oder Chef Zero, ich habe hier dieses Set für diesen Switch, mach das mal und der macht dann aus dem RAM raus, kriegt die Befehle und führt sie aus. Okay, waren jetzt beide scheiß Beispiele, aber es kann wirklich vorkommen, dass man keinen Chefserver braucht. Was macht man dann? Man macht das aus dem RAM und das ist da gerade passiert, wo ich meine Integrationstests habe laufen lassen. Wo ich sie im Unit-Test simuliert habe und im Integration-Test ausgeführt habe, habe ich es aus dem alles ohne Chefserver gemacht. Wenn ich hier jetzt einen Chefserver wollte und mir erstmal für meine Tests, bis ich da wirklich damit ernsthaft anfangen kann, diese Hosted-Chef-Free-Variante ausführe, dann bekomme ich von diesem Chef-Server, wenn ich mich registriert habe und so weiter, kriege ich da ein Zertifikat. Dieses Zertifikat hole ich mir auf meine Chef-Node und dann bekomme ich diesen Krempel hier. Dieser Krempel sagt Folgendes aus: Eine Node, die hat zum Beispiel Attribute. Das Zeug von Ojai habe ich euch gerade gezeigt. Das andere Zeug kann ich überschreiben, wenn es für meine Kochbücher verwendet wird. Andere Sachen wie zum Beispiel sind Rollen. Eine Node hat zum Beispiel die Rolle Reverse Proxy, hat die Rolle Netzwerksegment Bayern, München, Rechenzentrum 1, VLAN 5. Oder hat zum Beispiel die Rolle, ist noch nicht production ready, oder hat zum Beispiel die Rolle, liefert nur statische HTML-Webseiten aus. So, das sind so die Rollen, die ich einer Node geben kann. Environments sagt eigentlich alles aus, kann so Sachen sein wie Staging, kann so Sachen sein wie mein Office, kann so Sachen sein wie Production, kann so Sachen sein wie Testing, keine Ahnung, lokal zum Beispiel. Ein Data-Bag ist auch was in Chef drin ist, ist zum Beispiel mein Set an Nutzern, was ich für alle Nodes brauche, die ich provisionieren will. Den für diese Node, in dieser Rolle, in diesem Environment und so weiter, das spielt alles miteinander ein, aber ihr kennt das alle. Das ist alles nichts Neues. Und natürlich mein Set an Cookbooks. Wie es auch mit den Ruby-Gems auf meiner Kiste ist, kann ich auch bei den Kochbüchern, vor allem wenn ich mehrere brauche, sagen, ich möchte nicht jedes Mal jedes Kochbuch einzeln auf den Server hochladen. Das kann auf meinem Laptop hier Bergshelf für mich übernehmen. Bergshelf ist im Prinzip sowas wie, es existiert dann in meiner Home Directory, existiert dann sowas wie .cookbooks. Kann ich konfigurieren. In diesem .cookbook sind alle Versionen von allen Kochbüchern, die ich brauche, drin. Das heißt, ich muss nicht, wenn ich in zwei Repos, in zwei Chef-Arbeitsumgebungen, die ich habe, das gleiche Kochbuch nochmal laden und nochmal auf den Server laden. Weil Bergshelf existiert dann auch auf dem Server, aber das geht jetzt alles noch zu weit.
Ich gehe dann in meine mit diesem Zertifikat gehe ich dann gegen den Chefserver und sage, welche Environments kennst du? Die würde ich dann in der Web-UI angezeigt bekommen. Und da kann ich dann meine Nodes gegenfahren und sagen zum Beispiel, query mir mal alle Nodes, die in die Rolle Reverse Proxy haben und in Staging sind und fahr da mal folgendes Kommando dagegen, Echo Trollol. Ich kann da sagen, ja, fahr mir mal alle Webnodes runter und das alles mit diesem einen Tool, aber dazu hilft auch Manpage lesen, die es hier nicht gibt, weil RubyGem. Ansonsten ja, Cookbooks sind meine, ansonsten andere Cookbooks. Wer sich fragt, hier natürlich das Chef-Client-Cookbook, wenn ich eine Node damit hochfahre, dann wird die erstmal provisioniert. Wenn ich dann aber entscheide, dass diese Node nach wie vor dauerhaft provisioniert werden soll, dann installiere ich den Chef-Client und der Chef-Client ist dann quasi das Programm, was den Server regelmäßig fragt, gibt es Änderungen. Wenn es diese Änderungen gibt, werden die automatisch dann vom Chef-Client übernommen. Diese braucht man allerdings am Anfang erstmal, bis man sich das genauer angeguckt hat, nicht, weil da will man ja sehen, was für Ergebnisse liegen da. So, wenn ich das dann mit dem Chef ernsthaft auf Dauer betreiben möchte, dann kann ich meinen Chef-Server selber installieren, was mir dann so die Chef-Analytics-Plattform bringt. Und da wird es jetzt interessant, weil da kommt jetzt der richtig kranke Scheiß. Okay, falsch. Alter. Die Quintessenz ist, es gibt man kann alles mit Kochbüchern machen. Und die letzten Änderungen, die mit Chef 12 reinkamen, wird der Krempel richtig interessant, weil Security Audits auf Betriebssystemebene, daraus kann man sich dann für das jeweilige Betriebssystem dann einfach mal ein ganzes Buch ausdrucken. Es gibt allerdings für diese eine Plattform schon das komplette, vollständige Regelwerk als Tests, was gegen die frisch instanzierte oder schon ewig instanzierte Node gefahren werden kann. Und das sieht dann so aus. Ich sage zum Beispiel in einer Control Group, das ist ein spezieller Chef-Client-Run, der sagt mir dann zum Beispiel aus, was steht hier? Ob ich eine separate /TMP-Partition habe. Das wird erst richtig interessant, wenn man dafür die ganzen, wenn man zum Beispiel von irgendeiner Zertifizierung abhängig ist, HIPAA oder so, dass man irgendwelche Security Audits durchsteht mit seinem Environment und man müsste das ganze Regelwerk so eigentlich jedes Mal manuell gegen alle Nodes fahren und jedes Mal, wenn es da eine Änderung gibt, dann müsste man den Kerl anrufen, der das da mal in Bash damals ein paar Jahre zuvor, aber ihr kennt es,
Collective Code Ownership ist für Profis. ja, also im Prinzip, ich gehe hier davon aus, dass alles das funktioniert. Dieses Cookbook gibt es zwar bisher nur für diese eine Plattform, aber hier ist heftig viel im Gange. Auch das für Ubuntu ist schon im gebaut werden. Dauert allerdings alles ewig, weil ist auch ein riesen Regelwerk. Und ich wollte das eigentlich auch nur aufzeigen, dass das alles mit Chef möglich ist. Ihr könnt in einem Burks Run, in einem Service-Spec Run, wenn ihr eine Node frisch instanziert habt, ihr habt euer kompletten Bits und Bolts zusammen und sagt, ihr baut das alles zu einer Webnode, einem Reverse Proxy, einer Datenbank, zu einer Switch-Konfiguration zusammen und sagt, das muss so alles funktionieren. Und dann könnt ihr speziell in einem Audit-Mode diese Tests gegen diese Instanz hochfahren und sagen, ist das mit dem konform, ist das mit dem konform, ist das mit dem konform. Und diese ist das mit diesem Chef Analytics? Audit Mode. Ist das mit diesem Audit Mode kompatibel? So, und diese Audits, da könnt ihr unheimlich viel hochfahren. Und das ist auch cool, weil da fängt dann das Akzeptanztesting, wie gesagt, an. Ja, ihr werdet immer ein paar Fälle finden, wo ihr so definitiv gegen die Wand fahren werdet, wie bei meinem beschriebenen SSH-Config-Problem. Allerdings, was gibt uns die Private und die Public Cloud heutzutage als Lösung dafür? Images. Das ist zum Beispiel eine der Lösungen für dieses Problem. Ich gebe schon eine erwachsene und momentan ziemlich sichere SSHD-Daemon-Config an das Standard-Image weiter, was ich verwende, weil da werdet ihr diese Audits brauchen, weil wenn ihr zum Beispiel den Cloud-Vendor wechselt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr eine andere Grund-SSH-Daemon-Config habt. Zum Beispiel der eine, der DigitalOcean gibt dir zum Beispiel die Möglichkeit, okay, du kannst dich auch mit einem Passwort einloggen. Dann mache ich den Passwort-Login an. Wenn man allerdings wie ich dann einen SSH-Key dafür erstellt hat und den hochgeladen hat und dem Kitchen Run zum Beispiel sagt, dass wenn ihr dem Kitchen Run dann zum Beispiel sagt, dass wenn ihr dem Kitchen Run dann zum Beispiel sagt, verwendet diesen SSH-Key, dann könnt ihr davon ausgehen, dass diese Verbindung funktioniert, weil ihr müsst kein Passwort eingeben. Der Kitchen Run lässt es mir auch zu, dass ich in meinen Tests sage, okay, frag mich nach dem Passwort, ich gebe das Passwort ein, funktioniert. So gebe ich meinen SSH-Key an, aber das ist der falsche und da wird es halt dann interessant. Ihr packt es in euer Grundimage rein und da, wie gesagt, ihr werdet die Audits brauchen, weil, wie gesagt, ihr auch DigitalOcean kann was an den Grundinformationen ändern, an diesem Grundbetriebssystem-Image, ohne dass ihr es merkt. Mit diesen Audits merkt ihr es nicht nur, ihr werdet auch noch informiert, ob das grundsätzlich funktionieren kann, was ihr da verwendet. Und ihr macht es den Auditors nachher einfacher. Was gerade, wenn man in extrem großen Firmen, auch internationalen Firmen, wichtig ist, wenn man zum Beispiel sagt, wenn wir mit den Amis zusammenarbeiten wollen oder mit der amerikanischen Regierung zusammenarbeiten wollen, braucht man diese und jene Sicherheitszertifikate. Ihr könnt einfach das Kochbuch im Auditor geben und sagen, da funktioniert. Ja, funktioniert's wirklich? Funktioniert auf der Node, funktioniert auf der Node. Einfach. Und im Prinzip ist das auch schon alles, es ist sehr, sehr viel möglich damit.
Allerdings, wie gesagt, ihr werdet auf Probleme stoßen. Aber die sind ganz normal. Es gibt, soweit ich weiß, auch keinen anderen Provisionierer, der dieses Problem in seinen Integrationstests wirklich gelöst hat. Also ich habe zumindest von noch keinem gehört. Ich lasse mich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber eine Remote-Node, auf die per SSH verbunden wird, die Config ändern und dann umschwenken auf die Config, ohne dass irgendwie eine Verbindung abbricht oder so, um auch zu asserten, dass auf die andere Config umgeschwenkt wird und so weiter. Das, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Gibt's Fragen? Ich glaube nicht, dass ich das jetzt so alles verständlich rübergebracht habe. Ich kann mir nicht denken, dass ihr keine Fragen habt. Ich liebe diese Awkward Silence. Also im Prinzip, es ist Ruby. Die DSL ist wirklich nicht sehr speziell. Wer Ruby gelernt hat, der wird sofort reinfinden. Die Docs sind sehr umfangreich. Die Firma macht geilen Scheiß, gerade mit Chef Delivery. Was da kommen wird, ist heftig. Es wird auch geiles Zeug für Open Source und die Cookbooks von der Community sind einfach mächtig. Wir haben dafür hier diesen sogenannten Supermarket. So, Supermarkt, ich suche ein Kochbuch, gib mir ein Kochbuch. So, gib mir ein paar Kochbücher. Alle da. Ja. Hast du Einblick so in die Codebase von Chef? Weil ich kenne mich relativ gut mit der Intel-Codebase aus und das lässt an vielen Stellen sehr zu wünschen, was da so passiert. Ob ich mich mit der Codebase von. Also nicht den Recipes, sondern das, was Chef eigentlich. Die Frage war, ob ich mich mit der Codebase von Chef auskenne. Nein, weil. Bisher jedes Problem, auf das ich gestoßen bin, gab es schon einen Blog-Eintrag dazu. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und Chef ist auch zu einem großen Teil auch Erlang dabei. Und nein. To be honest, ich wollte es mir schon lange mal angucken, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Und ganz ehrlich, ich habe es auch noch nicht gebraucht. So weit bin ich noch nicht. Aber alles, was ich bisher gesehen habe, hat mich so weit beeindruckt und mein ganzes Umfeld ist bei über Puppet so am Flame. Und da habe ich gedacht, ich gucke mir Chef mal an und bisher top. Gibt's sonst noch Fragen? Wie ist mit der Ressourcensortierung? Da stolper ich bei Puppet immer drüber, Dependencies. Also wenn ich halt, es gibt ja abhängige Ressourcen. Ne? Du kannst ein Verzeichnis vielleicht vorher anlegen, bevor ich das Verzeichnis unten drunter anlegen will. Es wird von oben nach unten durchgeführt, ausgeführt. Und ist, guck's auch, also ich gebe die der Reihenfolge nach an. Du hast, wenn man mehrere aggregieren muss. Du hast in der. Die Frage war, ob ich bei Chef auch dieses. Parallele Ausführproblem habe, dass ich wie heißt Dependencies zwischen Ressourcen richtig auflösen muss. Ach, egal, gibt's Fachbegriff dafür, kenne ich jetzt gerade nicht. Du hast hier eine Runlist, in der werden die Recipes einzeln ausgeführt. In jedem Kochbuch sind vielleicht mehrere Recipes, zum Beispiel im PHP-Kochbuch habe ich zum Beispiel das Recipe, das mir PHP von Hand oder einmal per Paket installiert. Die werden von oben nach unten ausgeführt und auch im Kochbuch wird alles von oben nach unten ausgeführt. Du kannst allerdings, wenn du möchtest, und das ist der Unterschied zu Puppet, in einem einzelnen Resource-Block sagen, wenn dieses ausgeführt wurde, notify mir folgenden Resource-Block, dass er ausgeführt wird oder gerestartet wird oder irgendwas wird und den dann in 15 Stellen. Zum Beispiel,
Ich gehe davon aus, dass jene Konfiguration über diese Gruppe in dem Recipe rufe ich die Gruppe aus, die Rolle aus und das Environment. Wenn jetzt die Rolle folgende und jene ist, dann restarte mir den Webserver. Oder diese und jene und dann restarte mir den. Wenn ich das mache, dann müsste ich normalerweise jedes Mal die Ressource einfügen, mache ich aber nicht. Ich sage einmal notify mir, restart mir den Webserver und passt. Das heißt, es ist andersrum. Ich kann es machen, ich muss es aber nicht. Das ist der Unterschied. Sonst noch Fragen? Nochmal dazu. Das heißt, die Abhängigkeiten in meinen unterschiedlichen Ressourcen, die muss ich schon selbst im Griff haben. Es sei denn, ich überprüfe die in jeder Ressource nochmal. Also wenn du jetzt sagst, es wird alles von oben nach unten abgearbeitet, einfach so, dann sind da ja etliche Fallstricke einfach auf dem Weg, ja. Keine Ahnung, ich möchte irgendwelche Skripte auf den Host verteilen und die sollen als ein bestimmter User laufen und der ist nicht da. Ja. Muss ich das Skript dahin verteilen, muss den User anlegen, muss das Skript starten. Ja. So. Und wenn ich das in der falschen Reihenfolge mache, dann funktioniert das nicht. Ja. Und das heißt, darum muss ich mich kümmern bei Chef. Zum Beispiel deine Tests dafür halt dementsprechend schreiben, dass du nicht da reinschreiben kannst. Die Frage war, ob ich, wenn ich Skripte, die ich ausführe, in der falschen Reihenfolge ausführe und es garantiert auf die Bretter gehen wird, wie komme ich darum? Durch Tests. Ja gut, aber das heißt, Chef an sich macht von oben bis unten. Wenn du Ressourcen verwendest oder ein Kochbuch schreibst, dann kannst du Ressourcen schreiben. Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte im PHP-Cookbook gibt es auch eigene Ressourcen wie den Peer-Channel-Discovery. Wenn ich die Definition dieser LWRPs, heißen die Dinger, wenn ich die definiere und code, dann kann ich denen auch sagen, dass sie vorher nach dem User gucken sollen. Weil so fällt es zumindest gleich auf die Bretter und nicht wie bei anderen Sachen, dass du zum Beispiel hoffst, dass es klappt und bei 50% klappt es und bei 50% nicht. Die Dinger kannst du intelligent bauen mit einfachem Code, den du auch einfach testen kannst und das ist halt Killer-Bam. Ja. Ich danke, dass ihr mich ausgehalten habt.